Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem wunderschönen Workers and Resources Let's Play. Ich habe das Game mal wieder, ich sag mal, 2-3 Monate, glaube ich, mindestens weiterlaufen lassen, seit der letzten Folge. Was dazu geführt hat, dass wir hier das Allermeiste inzwischen fertiggestellt haben und heute dann ins Eingemachte gehen können, hoffentlich, und mit der Produktion auch beginnen können. Die Chemieanlage ist natürlich schon fertig. Wir sind auch schon mit dem direkten Wasseranschluss versorgt. Wir fangen schon an, hier vorne Kies hinzubringen. Die Holzfäller sind auch bereit und warten nur noch darauf, dass Arbeiter ankommen. Und die letzten Sachen, die uns jetzt noch fehlen, sind Pi mal Daumen gefühlt 2 oder 3 Wasserleitungen. Also einmal die ganz lange hier. Oh, das ist tatsächlich das letzte Stück, was nur noch fehlt. Und die Pumpe hier natürlich. Aber die hat auch hohe Priorität. Und dort sind auch gerade Fahrzeuge auf dem Weg hin. Sieht also alles in allem gar nicht so schlecht aus, sodass wir wahrscheinlich vielleicht zum Ende der Folge sogar anfangen können, hier die ersten Chemikalien herzustellen mit unserem neuen automatisierten Industriebereich, nenne ich es mal. Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir hier großartig Probleme mit der Versorgung bekommen. Das Einzige, was wir noch aufsetzen müssen, ist ein Transport mit Pflanzen hier rein. Die werde ich allerdings von der Grenze holen. Ich werde nicht mein Kornspeicher angehen dafür. Das machen wir nicht. Hier müssen wir kurz mal wieder ausschalten. Denn sonst haben wir gleich wieder Probleme mit den Getreideeinheiten. Da müssen wir uns kurz ein bisschen einrichten, bis wir hier dann entsprechend alles weiter aufgesetzt haben. Und noch ein bisschen mehr Getreide reinbekommen. Einkommenstechnisch sind wir wieder auf der positiven Seite, solange wie ich jedenfalls keine Fahrzeuge kaufe. Sieht es ganz gut aus. Das teuerste war natürlich jetzt auch einfach am Ende des Tages wieder mit der Stahl. Und man sieht auch, dass unser Bedarf an Chemikalien mittlerweile richtig hoch ist. Das bietet sich also wirklich an. Und Treibstoff wird auch immer teurer, dadurch, dass wir so viele Fahrzeuge haben. Das heißt, es bietet sich jetzt einfach an, langsam auch Chemikalien rauszunehmen aus unserer Importschwung. Hier ist unsere nächste Müllhalde fertig und ist auch schon wieder fast zu 50% voll. Wir müssen also mal gucken, dass wir dann hier irgendwann das Kraftwerk auch ans Laufen bringen. Ich glaube, ich habe sogar schon, ja genau, ich habe den Bau zwar unterbrochen, aber ich habe auch schon die nötige Leitung verlegt, um den Strom dann in unser Netz einzuspeisen, wenn es denn dann soweit ist. Während ich zwischen den zwei Folgen habe laufen lassen, habe ich auch was Neues rausgefunden, nämlich dass Gebäude gewartet werden müssen. Damit hatte ich mich bisher noch gar nicht auseinandergesetzt. Das hat mich dazu geführt, dass wir ganz kurzzeitig mal richtig Geldprobleme bekommen haben, weil unsere Stofffabrik gewartet werden musste und inaktiv gegangen ist für einen nicht gerade kurzen Augenblick, würde ich behaupten. Naja, kann passieren. Am Ende des Tages haben wir es dann glücklicherweise überlebt, ohne große Probleme davon zu tragen. Hier ist auch unser Verteilbüro schon fertig. Das heißt, wir werden hier jetzt zeitnah anfangen, die LKWs reinzuholen und dann hier nur noch landwirtschaftliche Fahrzeuge drin zu haben. Und die LKWs holen dann am Ende des Tages alles ab. Man sieht auch, dass hier auf den ganzen Feldern in Teilen noch richtig viel Getreide liegt, was alles abtransportiert werden muss. Und das dürfte aber auch ohne Probleme gehen. Da mache ich mir jetzt aktuell nicht so viele Sorgen. Gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Schauen wir mal nach. Okay, da ist doch noch 2 Sachen, die noch nicht fertig sind. Die fehlt noch. Okay, da fehlen noch 26 Tonnen Stahl. Hat aber auch hohe Priorität und Fahrzeuge sind entsprechend verbunden. 4 Stück sogar. Okay, und wie sieht es hier aus? Hier fehlt noch ein bisschen was und da sind auch Fahrzeuge verbunden. Okay, da muss man sich also keine Sorgen machen, dass das hier nicht zeitnah fertig wird. Okay, jetzt gucken wir mal kurz. Das passt alles. Ansonsten habe ich hier an alles gedacht. Ne? Strom haben wir auch hier. Wasserdirektanschluss haben wir. Wir könnten anfangen. Jetzt ein Verteilbüro. Am besten das hier. Das hat auch einen mit geschlossener. Sehr gut. Und zwar soll der anfangen. Kurz pausieren, dass er noch nicht losfährt. Hier am Warenhaus soll er Pflanzen einladen. Machen wir erstmal nur 30%, damit wir sehen, wie viel fährt er los. Ja, damit wir sehen, wie viel wir überhaupt bei der Herstellung hier verbrauchen. Ne? Müssen sie auch nicht übertreiben. Okay, was haben wir jetzt? Bushaltestelle ist fertig.
die zwei Dinge auch. Ach so, das habe ich, glaube ich, auch zwischen den Folgen gemacht. Ich habe hier ein Warenhaus noch hingesetzt. Ich hatte nämlich eins vergessen, nämlich das zum Export der Chemikalien. Das heißt, ich habe unsere Ölraffinerie hier abgerissen. Und die kommt nachher einfach ein Stückchen weiter nach Norden und wir werden hier einfach das Ganze noch mal ein bisschen umplanen müssen. Sollte uns aber nicht vor allzu große Probleme stürzen. Wir können sie notfalls auch hier hinsetzen, die Raffinerie. Das sollte uns nicht auffallen. Wir haben ja auch noch eine Pumpe mit einer Connection und ich glaube, das Ding ist damit verbunden. Genau, das heißt, wir können ohne Probleme das Öl am Ende des Tages auch darüber bringen. Ich habe eine Forschung abgeschlossen und zwar irgendwelche Pipeline-Connections in den Ostblock. Jetzt frage ich mich, ob ich jetzt zeitnah dann auch die Möglichkeit habe, Sachen in den Ostblock oder in die NATO zu exportieren. Ich habe mal geguckt. Also es gibt hier auf jeden Fall keine Connections für irgendwelche Pipelines, die jetzt aufgeploppt sind. Ganz so einfach scheint es dann nicht zu sein. Also müssen wir das einfach mal im Auge behalten. Unserer Stadt geht's gut. Unsere Arbeitslosenquote fluktuiert ein bisschen. Wir sind auch schon bei 6.500 Einwohnern fast. Aber wir kommen aktuell ganz gut zurecht und auch die Lebensmittel gehen uns nicht mehr aus durch das Höherstellen der entsprechenden Prozente. Hier haben wir immer noch super viele Arbeiter. Das heißt, wir werden auch nachher von hier die Arbeiter holen und die rüberfahren lassen. Wir haben auch schon zwei Busse hier, die dazu bereit sind. Können wir die Linie eigentlich auch schon mal vordefinieren. Von hier hierhin. Und das Ganze bitte auch spiegeln auf ihn hier. Okay, jetzt müssen wir nur noch warten, dass wir das Ganze loslegen lassen können. Jetzt die große Frage. Wie hieß die Bushaltestelle da drüben? Damit ich den Linienabstand einstellen kann. Okay, die war's. Wo ist sie da? Und den Linienabstand direkt fertig machen, damit unsere Busse da auch sich nicht gegenseitig die Leute klauen. Und natürlich wird jetzt hier auch noch eine Feuerwache gebaut. Ich habe keine Ahnung. Tendenziell würde ich aber mal davon ausgehen, dass es in Ölraffinerien und in Chemiefabriken öfter brennen könnte. Und das würde ich gerne am Ende des Tages verhindern. Okay, hier geht's voran und dann fehlt nur noch der Stahl. Dann haben wir das auch geschafft. Gut, die Lager hier füllen sich auch langsam. Und sobald ich hier, ich sag mal, ein gewisses Minimum habe, ich glaube, ein Arbeitsdings können wir damit schon mal definieren, um uns hier ein bisschen den Weg zu sparen. Stahl von hier, Ziegel, Plattenbau, Bretter. Und dann sollten wir damit hier, glaube ich, auch ganz gut zurechtkommen. Ich glaube, die Arbeitsaufträge halten sich jetzt auch langsam schon wieder in Grenzen, oder? Ja, doch, das geht. So, ich glaube, dann können wir das auch schon umdefinieren. So viel brauchen wir ja gar nicht mehr. Nee, falsch. Das wollte ich haben. Stahl, Ziegel, Plattenbau und Bretter. Und die Bretter und die Ziegel werden von hier geholt. Da müssen wir aber noch ein bisschen mehr Verteilbüros draufsetzen. Die kommen nämlich aktuell nicht hinterher. Dadurch, dass das, glaube ich, auch nur zwei kleine Trucks machen. Aber ich sträube mich aktuell so ein bisschen davor, jetzt schon wieder einen großen Batzen für Fahrzeuge auszugeben. Ich würde jetzt gerne mit euch gleich noch ein bisschen vorplanen für die nächste Folge. Und dann will ich das hier ans Laufen bringen. Und dann will ich erst anfangen, weiter Investitionen zu tätigen. Das wäre mir wirklich sehr wichtig, damit wir das am Ende des Tages auch hinbekommen. Oh, unser Abwasserrohr ist auch noch nicht fertig, sehe ich gerade. Aber fehlen noch die Arbeitstage. Wunderbar. Okay, sehr schön. So, und dann, bevor wir jetzt anfangen mit dem Bauen, ihr seht schon, 10 Minuten Folge und ich habe bisher nur gequatscht und erklärt. Und dann ist es natürlich dann irgendwann auch an der Zeit, hier rüber zu gehen, ne? Wir haben jetzt hier die ganze Infrastruktur fertig. Das heißt, wir müssten nur noch die ganzen Häuser hier fertig bauen. Und dann ist jetzt die große Frage, was kommt zuerst? Das Huhn oder das Ei? Ich würde als erstes den Industriebereich bauen und dann die Stadt. Weil die Stadt verursacht ja auch Kosten. Deswegen wäre jetzt mein Gang, dass wir als erstes hier die Industrieanlage quasi als allererstes fertig machen. Aber schauen wir mal, ob wir jetzt hier... Das war die Anlage hier, ne? Das ist die Verarbeitungsanlage für Eisenerz, genau.
Das heißt, wir nehmen hier eine Mine jetzt. Aber bitte ohne Verbindung. Kriege ich die auch? Ah ne, ich kann es ja anders machen. Ich depp. So rum. Endlich fange ich an, die Drehtasten hier zu benutzen, ne? Komm her. Da. Ach Quatsch, was mache ich denn für einen Käse? Habe ich hier nicht irgendwo noch eine schönere? So, da. So, da wollte ich es hinsetzen. Ich will nämlich noch was dazwischen haben. Komm schon. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. So, jetzt haben wir hier unsere Eisenmine. Hier haben wir die Verarbeitungsanlage. Und dazwischen hätte ich jetzt gerne noch ein Schüttgutlager. Ich weiß nämlich nicht, dass die Mine nachher 1000-mal schneller ist. Okay. Die, da geht's raus. Habe ich auch eine mit anderen Anschlüssen, die irgendwie besser gelegen sind? Links, rechts, links rein, rechts raus. Das wäre irgendwie besser. So. Wie viel Speicher hat das? Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Wir haben Schüttgutlager. Welches war das? Nee, das war das größere. Das ist auch größer. Das hatte ich genommen und das hat 1000. Das reicht. Gut, jetzt kommt hier Eisenerz. Wird hier gelagert. Geht dann hier rein. Dann wird es dort verarbeitet zu Eisen. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal ein Schüttgutlager. Noch eins. Na, 1000 müsste ja eigentlich reichen. So, machen wir das. So. So, jetzt brauchen wir die Connections. Und zwar einmal hier rüber. Dann hätte ich gerne noch einmal die Straße hier dran. Komm. Und einmal hier runter. Okay, jetzt haben wir wieder ein Schüttgutlager. Und jetzt können wir doch die Fabrik dran machen, oder? Genau, jetzt haben wir einmal das Ding hier noch. Den Moloch, nenne ich es mal. Jetzt muss ich gucken, wie wir das machen. Ah, der hat auch einen Eisenbahnanschluss. Das ist natürlich praktisch. Ich muss mal gucken, dass ich es richtig spiegel. Wo habe ich die Straße? Jetzt ist die Straße doof. Jetzt haben wir die Straße richtig. Okay, und da geht auch der Anschluss rein. Passt das hier nicht? Das kann doch nicht sein, dass das nicht passt. Doch, ich glaube schon, dass ich die Connection da gleich hinkriege. Machen wir das mal. Was wird denn da gebaut? Halt, stopp. Wieso wird hier was gebaut? Das muss ich jetzt gleich unterbinden. Aber jetzt machen wir erst das fertig. Die machen doch bestimmt Straßen, oder? Also was anderes können die ja gar nicht bauen. Halt, stopp. Was wird hier gebaut? Okay, Förderbänder und Straßen können sie ruhig machen. Das juckt mich jetzt nicht. So, geht das? Wunderbar. Haben wir das auch? Okay, jetzt haben wir das. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch ein Schüttgutlager. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier die ganzen Sachen. Da ist das Ding. Jetzt ist die große Frage, wo sitzen wir hier natürlich am Ende des Tages? Wo sitzen wir die Bushaltestelle hin? So, dass wir am Ende des Tages auch alles erreichen können. Könnte schwierig werden. Gucken wir mal, ob wir das auf Anhieb hinbekommen. Nee. Okay. Jetzt haben wir das große Problem. Guckt an, jetzt sind wir am Kraftwerk und jetzt sind wir bei der Mine. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Mine ein Stückchen näher ziehen müssen gleich. Nee, das geht nicht. Okay, ich denke mal, wir können hier auch nochmal eine Abkürzung setzen. Schon mal einmal. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen tricksen. Gucken wir mal, ob wir das mal kurz hinbekommen. Nee, immer noch eins auseinander. Nee, immer noch eins auseinander.
Das heißt, das Einfachste wäre wahrscheinlich tatsächlich, das Ding hier einfach verschwinden zu lassen. Und jetzt gucken wir mal. Bushaltestelle. Kriegen wir hier eine billige zwischengequetscht? Okay, das hat gepasst. Und die ist auch in Laufreichweite, ne? Okay, also da ist jetzt alles dran. Jetzt brauchen wir eine Mine, an die wir auch rankommen. So, und dann denke ich mal, dürften gleich auch... Machen wir hier eine hin. Wir können ja oben noch eine zweite dann in Zukunft hinsetzen. So, schauen wir mal. Aber jetzt müsste es, glaube ich, passen. So, hier machen wir die Straßenverbindung hin. Und dann machen wir hier einen Fußgängerweg. Und ich glaube, jetzt passt's. Schauen wir. Ja, wunderbar. Alles verbunden. Das heißt, die können jetzt hier ruhig die Wege und Förderbänder fertig bauen. Das stört mich jetzt auch nicht großartig. Und den Rest bauen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt wieder zurück in die andere Stadt. Das Kraftwerk wird übrigens ein richtig teurer Brecher. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oh, haben wir Wasser? Ich glaube, es ist alles angeschlossen. Tatsächlich, wir haben die Zeit rumgekriegt. Das heißt, ab geht die Post. Ihr dürft loslegen. Und jetzt kriegen wir die ersten Leute in unseren Chemiebereich rein. Und dann können wir hoffentlich Chemikalien direkt von hier beziehen. Und uns des nächsten teuren Importes entledigen. Das wäre ja wirklich was. Oh, Forschungsprogramm abgeschlossen. Ah, das haben wir schon gesehen. Ich muss auch zugeben, dass ich aktuell nicht viel mit Verstand forsche. Ich hole einfach alles, was ich irgendwie gebrauchen könnte. So, und hier müssen wir natürlich jetzt wieder definieren. Ihr geht hier hin, ihr geht hier hin. Ah, ich kann noch keine Arbeiter hinschicken, weil wir keine Fahrzeuge hier haben, ne? Holen wir uns zwei Feuerwehrautos hier rein. Und dann dürfte das passen. Und in den Holzfällerposten brauchen wir eigentlich weniger. Machen wir es mal. Machen wir aber 20 zu 80 und gucken, wie wir damit fahren. Und ich hoffe, dass wir hier jetzt auch genug produzieren, dass wir hier nicht irgendwie in den Leerlauf oder so reinkommen. Das wäre halt am Ende des Tages ganz cool. Wie sieht es hier mit der Müllhalle aus? Ja, Hälfte voll. So, jetzt schauen wir mal, ob das hier noch was wird. Okay. Oh, ich sehe schon, wahrscheinlich ist die Folge jetzt gleich schon leider zu Ende. Ich nehme nämlich gerade Insider-Infos während des Mittagsschlafs meines Sohnes auf. Und der scheint wach zu werden. So, deswegen gucken wir mal, ob wir das jetzt hier noch ans Laufen bekommen. So, ein kleiner Cut im Video. Und weiter geht's. Glücklicherweise hat er die Augen nochmal zugemacht, sodass wir wenigstens sehen können, wie unser neu errichteter Industriekomplex heute noch die Arbeit aufnimmt. Ah, oh, da kommt auch schon der Bus. Jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze hier auch funktionieren wird. Ich bin jetzt mal positiver Dinge. Es ist ja alles erreichbar. Und da kommen sie schon. Wir werden mit Sicherheit noch einen dritten Bus brauchen. Davon kann man ausgehen. Ich glaube nicht, dass das, was wir jetzt hier haben, ausreichen wird. Aber gucken wir mal. So, die dürften jetzt hier reinlatschen. Sehr gut, Holz. Füllt sich aktuell nicht auf. Chemikalien auch nicht. Wieso fehlt Holz? Ah, weil die das ja erst ernten müssen, ne? Das muss ja erstmal anlaufen, das Ding hier. Okay, das kann natürlich sein. Die müssen das natürlich erstmal holen und dann auch entsprechend zurückbringen. Man sieht es ja, jetzt wird das aufgeladen. Okay, dann sehen wir das Ganze vielleicht doch nicht. Aber gucken wir mal einfach, wie das funktionieren wird. Okay, hier haben wir ein bisschen... Minus auf der Kasse aktuell. Was ist hier los? Haben wir ein Problem? Nee, eigentlich nicht. Die Produktion läuft auf gleichbleibend hohem Niveau. Unser Getreide füllt sich wieder auf. Das heißt, wir werden jetzt zulassen, hier 20 Arbeiter wieder in die Alkoholfabrik zu holen. Nahrungsmittel müssten wir auch wieder ein paar reinlassen. Lassen wir mal 20 Stück hier rein.
damit wir weiter hier genug auf Lager haben, um unsere Einkaufszentren zu versorgen. Wir wollen ja nicht irgendwie leer laufen. So, wie sieht's jetzt hier aus? Jetzt kommt das Holz an. Läuft ohne Probleme und die Geschwindigkeit ist erschreckend langsam. Maximale Produktion 0,81 am Tag. Okay. Ah, okay. Da sieht man, wir haben ungefähr eine Auslastung von einem Drittel. Und die Produktion ist halt wirklich nicht die schnellste. Aber ich glaube, es könnte trotzdem ausreichen, um unsere Ortschaft halbwegs zu versorgen. Jetzt gilt es natürlich, hier mehr Leute hinzubekommen. Holz ist kein Problem, Kies auch nicht. Öl dürfte erst recht kein Problem sein, so wenig wie wir hier verbrauchen. Ich denke also, dass wir das ganz gut hinbekommen und dann gleich noch einen weiteren Bus holen. Habe ich vielleicht sogar noch irgendwo einen rumstehen? Nee, ich habe hier nirgends... Doch, da. Ah, okay, das ist aber das Abrissbüro. Und der hat auch nur eine Kapazität von 32. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht noch irgendwo was rumstehen habe. Ist aber leider nicht der Fall. Okay, nee, da müssen wir kurz warten, bis sich unser Geld ein bisschen erholt hat. Und dann kaufen wir noch die Busse. Aber ich bin erstmal positiv überrascht, dass wir hier die ersten Sachen produzieren können. Eine Tonne pro Tag, das ist wirklich nicht die Menge, ne? Muss man halt auch dazu sagen. Müssen wir mal gucken, wie weit, wie viel kann man denn nehmen? Man hat schon die maximale Menge an Arbeitern, die wir hier rein theoretisch auch unterbringen können. Und die müssten wir jetzt auch zuweisen können, glaube ich. Ja, Feuerwache machen wir auf 1%. Da brauchen wir ja nicht so viele. Die ist ja nur hier für Notfallzwecke, falls sie dann doch mal irgendwas anfängt abzufackeln. Okay, aber ansonsten funktioniert, was brennt. Ansonsten funktioniert hier ja alles. Oh, unser Lager. Die Feuerwehr wurde angerufen und fährt hier hin. Die andere Feuerwehr ist zu weit weg, oder? Wieso fahren die denn nicht los? Wäre mal eine nette Info. Wir sind eigentlich nah genug, um den Brand aufzuhalten. Jetzt sind wir genau zwischen zwei Feuerwehrstationen. Die eine ist natürlich noch nicht bedient. Okay, aber wir haben es rechtzeitig geschafft. Okay, das hätte mich jetzt wirklich geärgert, wenn das Ding jetzt abgefackelt wäre. Aber wir lassen das jetzt hier erstmal auffüllen. Die heutige Folge nähert sich dann jetzt auch gleich dem Ende. Und wir springen in der nächsten Folge rein und ich hoffe, dass wir das mit dem Geld jetzt hier ein bisschen hinbekommen. Ich pausiere mal. Ich werde nämlich jetzt gleich nochmal einen kleinen Mini-Kredit aufnehmen müssen, wenn die Folge zu Ende ist, um das Ding zu überbrücken. Und dann hoffe ich, dass wir die Chemikalien ab der nächsten Folge dann auch von hier beziehen können. Müssen wir mal kurz in die Analyse reingehen. Wie viele Einheiten Chemikalien? 18 Einheiten Chemikalien. Das heißt, wir bräuchten hier mehr Durchsatz und dann könnten wir die Chemikalien auch benutzen von hier. Weil wir sind in der Lage, im Monat 30, also nicht 30, sagen wir 26 Tonnen hier mit zu produzieren. Sollte also ganz gut funktionieren. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es freut mich tierisch, dass das Ding jetzt hier hinten auch angelaufen ist. Und ich glaube, wir haben auch hier ein paar Häuser, die noch nicht, das zum Beispiel, die noch nicht zum Bahnhof hier geschickt werden. Das können wir jetzt auch mal machen. Und guckt euch das an, hier stehen immer noch 102, die zur Arbeit wollen. Das heißt, wir holen auf jeden Fall noch einen dritten Bus und lassen den hier oben hinfahren. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin.